Ein großes Auto, sagt er. Ist ein großes Auto. Guck mal, ein großes Auto. Der hat den Sitz extra wieder nach vorne geschoben. Nein, ist doch gar nicht wahr. Ich will sowas nicht tun. Ja, unser 23. Das Maß ist voll bei strahlendem Regen. Egal, spielt keine Rolle für uns. Ich freue mich auf Norbert Heisterkamp und Philipp Eisenblätter. Ich glaube, es wird ein kunterbunter, interessanter Abend. Lassen wir uns überraschen. Ausverkauft, bis auf 3 Karten, glaube ich. Aber es wird heiß, trotz des Regens. Da ist sie. Die Kindersicherung für den Philipp Eisenblätter. Grüß dich! Bleib bei mir. Und für den kleinen Norbert Heisterkamp in dem großen Wagen. Willkommen, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Wollt ihr den Schirm haben? Ja, das passt schon. Kommt rein. Und dann mal schnell an den Tisch. Guten Abend, Dienstlaken! Die Lampen gehen an! Schön, dass ihr da seid! Boah! Ja, Maß ist voll, freue ich mich. Und ich freue mich, der Fanclub ist wieder dabei. Und großes Kino hier, großes Kino, wie immer. 4-mal im Jahr. Ja, zu der Dankeshymne und Rede, warum und weshalb wir das machen dürfen, kommen wir später noch, Herr Hofacker. Ja, ja, ich freue mich. Melvin, schön, dass du da bist. Melvin Schulz-Menningmann. Ja. Keine Locken mehr und hast auch supermäßig abgenommen. Ne? Alter, hör mal. Haben wir alle erkannt, das ist nicht Melvin. Wer es ist, das werden wir gleich aufdecken. Aber ich freue mich, dass du sozusagen heute auch musikalisch uns begleitest und auch der Gast sein wirst von uns und von mir. Ich sag immer Pilz. 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 Bitte. So. Aber was du nicht weißt, bevor Melvin und ich anfangen, begrüßen wir uns immer mit einem Gruß. Das heißt, das Maß ist voll. Das hat er schon ganz gut gemacht, ja? Ich finde, das hat er schon super gut gemacht. Du bist akustisch angestöpselt. Philipp Eisenblätter, heute als Melvin Schulz-Menningmann. Es sollte heute eigentlich der Melvin wieder rocken, doch merkt ihr jetzt bestimmt, aus dem ist nichts zu locken. Er hat nun 2 Termine und das an einem Tag. Doch könnt er das bedienen, dann wär er wirklich stark. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist... Siehst du, so läuft das hier ab, Philipp. Das müssen wir noch mal lernen mit Koordination. Doch sind wir ganz agil, Ersatz, den gibt's schon. Der Melvin kennt viel Leute und hat auch viel Bekannte. Die spielen Instrumente und sind auch noch Verwandte. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Willkommen, liebe Leute, hier bei Wilhelm Maas. Und trotzdem bin ich sicher, wir kriegen heute Spaß. Folge 23, die dritte dieses Jahr. Viel bekannte Freunde, riesengroße Schar. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll, so voll, heute mit Philipp Eisenblätter.
Pech für Melvin. Dankeschön. Danke. Ihr Lieben, voller wäre es nicht gegangen, oder? Ich habe dich backstage gewarnt. Ich würde einfach sagen, Hip-Hop, Rinnenekopf. Ich brauche jetzt ein Wasser. Wird dann natürlich auch hier musikalisch angekündigt. Aber genug. Jetzt machst du nochmal Vorspiel. Ja, oh, herrlich, oder? Ist doch mal Applaus wert, ne? Das haben wir heute zum allerersten Mal hier vor einer Stunde, ne? Und nochmal, sagenhaft. Finde ich das ganz toll. Gleich kommt ein toller Hühne, der hat es vielleicht drauf. Der schlug bei Atze Schröder als Harry Möller auf. Dreimal in Otto-Filmen, er auf der Leinwand stand. Wir heißen dich willkommen, Norbert Heisterkamp. Bum, bum, bum. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll, so voll, mit Norbert Heisterkamp. Ist, brauchst du nicht. So, jetzt hier wieder das Übliche, was wir immer für die Presse machen. Das war in diesem Jahr, wer war bei Lars Riedel dabei? Ja, ne? Also ihr kennt die Story, ich gehe gleich wieder runter, keine Sorge. Ich sagte, gut, dass du dafür bezahlt hast für den Nummer. Das muss ich weiterleiten an den Herrn und an den Herrn und an die anderen auch. Alles Applaus, gut, alles Norbert gut. Heisterkamp, hier hallo bei uns. Hallo zusammen. So. Immer herrlich. Ich frag gar nicht. Wie dumm von mir. Das gibt's gar nicht. Ein Stolperknaben schon für Norbert. So, egal, der hat mir zwar, ja, also kannst du, da kommst du aus der Nummer, kommst du nicht raus. Ich weiß, das ist jetzt ein Risiko, was ich, oh, genau. Kann man danach noch fahren? Kann man noch fahren danach, oder? So schlimm ist es jetzt. Übermorgen wieder, super. Danke für die Warnung. Er hat mir ja gesagt, er trinkt jetzt den ganzen Abend nur Wasser, weil er fährt hier mit Freunden, die da hinten sitzen, und seiner Frau, fährt er nämlich heute noch in Urlaub. Wohin fahrt ihr denn? Direkt anschließend, ne? Ja, in Urlaub. Ja. Schermbeck oder Dorsten? Kurz hinter Dorsten, Österreich. Jetzt bist du drauf, bitteschön. Stolperknaben. Wenn du nicht möchtest, ich helfe dir dann. Also wenn du das, also ich will dich jetzt... Schieb. Moment, ich leg das Mikro mal weg. Ich ziehe mir das Wasser mal sofort in meine Nähe. Ja, ja, weil okay. Aber wenn du dich jetzt da nicht bereit fühlst, dann du darfst es auch ablehnen. Ich trinke das aus. Darf man erstmal nippen? Ja. Tschüss. Ist im Abgang sehr scharf. Okay, lass einfach stehen, verteil das. Oder wir können es ja auch einpacken für die Fahrt morgen früh zum Frühstück. Wenn du nicht mehr dran bist, kannst du auf der Raststätte... Oh. Ja, schmeckt mir gut. Ja. Verändert die Stimme so ein bisschen, ne? Hier, einer vom Fanclub sagte, kannst du auch einen Tank kippen, dann bist du schneller da. Ja. Ja, aber... Nee, also lass stehen. Aber... Er hat es aber versucht, das ist doch ein Applaus wert, oder? Meine ich doch. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Ja. Hammer, ne? Ja. Ist das Verdünnung? Also, wenn du Husten hast, ist das gut. Und wenn du keinen Husten hast und trinkst den, dann kriegst du Husten. Und dann ist es auch wieder gut. Ja. Ja, und du bleibst auch wach davon, ne? Du bleibst, könnte man auch während der Fahrt, aber das darf man nicht. Ich glaube, hier sind Exekutivangestellte der Stadt da. Alter Schwede, du. So, mein lieber Norbert, ich freue mich ganz herzlich, dass du da bist und
wir haben eigentlich normalerweise Vorgespräche, mache ich mit den Promis einmal telefonisch, sehr viele Face-to-Face. Also wir treffen uns wirklich körperlich, nur nicht nur im Facebook oder irgendwo auf der E-Mail, sondern wir sehen uns wirklich. Und wir haben uns jetzt schon zweimal wirklich intensiv unterhalten, ja? Das war schon... Ich mache mir schon Gedanken. Ja. Nee, keine Sorge, meine Frau sagt... wir beide, wenn wir erst im halben Jahr aus zusammenziehen, wäre das okay. Ich weiß jetzt nicht, mit deiner Frau habe ich noch nicht gesprochen. Nein, Spaß beiseite. Norbert, du hast ja eine gigantische Vita. Und diese Vita, die du hast, die wirst du uns natürlich jetzt auch mal erzählen, wie das alles angefangen ist. Aber bevor es losgeht, wir kennen ihn ja nun alle, mindestens von spätestens seit Otto, wenn nicht vorher seit Atze Schröder. Und andere Sachen sind ja auch noch da gewesen. Und ich möchte die jetzt einfach nur mal ganz kurz runterrasseln. 1998 fing das an. Da war zum Beispiel Edgar Wallace, das Haus der toten Augen. Du hast Rembrandt gespielt, Ein Fall für zwei, Alles Atze, Mr. Boogie, Das Sams, Der Fundskerl, Boat Trip, Was nicht passt, wird passend gemacht, Voll korrekte Jungs, Das Wunder von Längende. Ja? Dann kamen Sieben Zwerge, da werden wir später drauf eingehen. Typisch Mann, nochmal Sieben Zwerge. Die Unbeugsamen, Crazy Race 3, African Race, Der Bibelcode, auch interessant. Da zeigen wir mal nachher mal ein Foto, wie du da verwandelt wurdest, ganz grausig. Bei Hausmeister Krause warst du auch, Horst Schlemmer, Ich kandidiere. Ja, dann werden wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Dann warst du bei Pastewka, Fall für zwei, Küsse, Schüsse, Rindsrouladen, Scheidung für Fortgeschrittene, Achtung Arzt, Alarm für Cobra 11, Der Blender, Achtung Polizei, Alarm für Cobra 11, Der letzte Bulle, Held, Soko, Tatort, Der siebte Zwerg, Kartoffelsalat, Notruf, Hafenkante, Gerd Bude und... Also, das ist jetzt schon mal... Und wir sind jetzt hier bei 2017. Wie ist das jetzt alles seit 98 angefangen? Du bist ja jetzt nun, muss ich überlegen, bist du Jahrgang 62 oder 63? 62. 62. Ja, angefangen habe ich, also ich habe auch mal einen normalen Beruf gelernt. Ich bin Schlosser, Schlosser und Elektriker und war als Schweißfachmann bei der Ruhrkohle. Und damals war ich schon ganz gut unterwegs in Sachen Sport und zwar im Bodybuilding und habe auch Meisterschaften gemacht. Und da mein damaliger Steiger oder Chef, Vorarbeiter, der sagte mir dann, du Norbert, da macht der Bavaria Filmpark auf in Bottrop-Kirchhellen. Da suchen die so Typen wie dich. Ja, so, und... So sahst du dann aus? Und meine Antwort war dann zu meinem Steiger, also, wenn ich morgen nicht komme, bin ich beim Film. Also die das ganze Werkstatt, wirklich, das ja, das ist, wirklich, das ja. ist wirklich ja. so, das ist wirklich ja. so gewesen. Ja. So, und dann habe ich aber auch nicht mehr dran gedacht. Ich bin dann mich umgezogen, bin nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Hause komme ich in Feldhausen an die rote Ampel. Die Ampel, die eigentlich immer grün ist. So, ich habe mir einen Spaß daraus gemacht. Mittags nach Hause, ich denke, ja, die kriege ich nicht. So, und stehe auf jeden Fall bei Rot an der Ampel und lese dieses Schild Bavaria Filmpark. So, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Gut anderthalb Jahre später habe ich dann gekündigt. Ich habe gesagt, ich wollte mein Leben noch mal verändern. Ich war schon verheiratet, zwei Kinder. Und dann bei der Ruhrkohle wegzugehen, war ja auch ein Risiko. Und das habe ich dann meinem Vater auch gesagt. Ich sage, du, ich will mich einfach noch mal richtig verändern. Und er sagte, du veränderst dich nicht, du schmeißt gerade dein Leben weg. Das hat er gesagt. Ja, das hat er gesagt, weil er sagte, die ganze Altersvorsorge und alles, was weg ist. Und dann wirst du Stuntman, selbstversichert, selbst um Jobs kümmern, selbst sehen, dass die Jobs ankommen. Und es war schon sehr sportlich, die ganze Nummer. Ne? Und aber Bodybuilding, damit bist du jetzt nicht gleich Stuntman geworden? Nein, ich habe also, ja durch diese Geschichte, genau. Ich bin ja dann zum Bavaria Filmpark hin. Und habe dann anderthalb Jahre später habe ich gekündigt und habe aber auch zwischenzeitlich dann eben das Training aufgenommen, das heißt mit der Stunt-Crew. Ich habe meine Ausbildung bei Stunt-Team Stammeier-Mohr gemacht. Die waren halt hier im Bavaria-Filmpark und in München und habe da dann wirklich eine Ausbildung gemacht. Ne? Und das Interessante, im Sommer sind meine Frau und ich in Urlaub auf Mallorca und dann kommt man natürlich ins Gespräch und dann sagt man, ja, was machst du denn beruflich? Und dann war seine Freundin irgendwo in Düsseldorf tätig und der auch in Düsseldorf, aber er kommt ja ursprünglich aus der Ecke, wo wir herkommen. Und dann war das der Sohn, ne? Von dem... Ja, der Henrik, du hast mir ja ein Video geschickt, der Henrik. Den Henrik, den kenne ich noch so klein. So klein, ne? Und du bist da auch groß geworden in der Stuntschule und hast dich da auch entwickeln können. Und du bist jetzt eigentlich dort, wo... Da begann alles, wo du jetzt... Ja, das hat sich alles so entwickelt. Ich habe ja als Stuntman oder als Stunt-Koordinator angefangen.
ich bin ja auch so bei meiner Körpergröße, wen kann ich dubeln? Sind ja nicht viele. Ja. So, in Deutschland fällt mir jetzt so auf Anhieb keiner ein. So, aber ja, aber ich habe halt viele, das hat mir immer Spaß gemacht, mit Autos umzugehen. Ja. Und ich habe auch früh damit angefangen, dass wir uns so Autostunts überlegt haben und sowas. Und das passte dann halt für die Stuntgeschichten. Ich habe lange Jahre auch den siebten Sinn mitgemacht mit dem Stuntteam Steinmeier-Mohr. Das heißt, wir haben Autoüberschläge gemacht, Autocrash und die Sachen. Und das war so mehr mein Bereich. Ja. So die Bodystunts. Da bin ich einfach zu groß für, sag ich mal. Ne, das passt da nicht. Aber gutes Stichwort, du hast aber auch Getz George gedoubelt für den Stunt. Ja, was heißt gedoubelt? Ich habe ja meistens kleiner, einen Stunt-Kollegen mit, okay. Der das mal, der ja. ihn direkt gedoubelt hat, aber ich habe die Stunt-Koordination gemacht. Das heißt, hat dann mit beiden die Schlägereien und sowas einstudiert. Ja, ja. Kommen wir mal direkt zum großen Film Alles Atze. Sind die auf dich zugekommen? Du bist ja jetzt in einer großen Agentur, MTS, da ist ja die Gabi Köster, da ist ein Hensler, da ist ein Lichter, Mike Krüger, wen habe ich noch vergessen? Da gibt es noch viele andere. Das war bei mir, ich wurde ganz normal gecastet für die Rolle und es war ein Casting in Köln, ja. Und da musste man dann vorstellig werden. Und die Agentur, die Casting-Agentur, die kannten mich jetzt von verschiedenen Filmen oder von kleinen Rollen, wo ich halt Stunt-Koordinator gewesen bin oder wo ich dann halt am Set war. Daher kannten die mich und sagten, ich sollte doch mal kommen. Und dann haben die Aufnahmen von mir gemacht. Also es ging ja um Fotoaufnahmen und Filmaufnahmen. Und eigentlich, wo ich mit durchgekommen bin, was Atze mir immer gesagt hat, beim Casting habe ich mich dann vor die Kamera gestellt und habe gesagt so, mein Name, Familienstand und Stuntman vom Beruf und habe dann an mir runtergeguckt und habe gesagt, ja, und ich bin sportlich, ich spiele einmal die Woche Tischtennis und zweimal die Woche Mikado. So, und das war dann, wo Atze sich nicht mehr einkriegt und dachte, zum Regisseur, Alter, ja, den müssen wir haben. So, das ist aber dieser eine Satz. Ja, ne? Ja. Aber wie man sieht, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Würdest du das als den Punkt betrachten, wo du sagst, so jetzt wurde es auch nicht nur in der kleinen Region Movie Park, sondern jetzt ging es auch deutschlandweit dann nach oben, weil dies alles Atze, das haben ja nun halt sehr, sehr viele Deutsche gesehen. By ja, für mich war dieses Gefühl, dieses Casting, das war auch die erste Station. Ja. Und dann ging es ja weiter und dann kriegten wir dann die Drehbücher geschickt und dann habe ich dann in die Drehbücher reingeguckt und habe dann gesagt, Text. Ich denke, ach du Scheibe. Das kann ja nicht alles ich sein. Nee, genau, also, ja. So, nee, das muss nicht alles ich lernen, nein. So nach dem Motto. Und dann habe ich mich aber darauf eingelassen und ich sage, so, das kann nicht so schwierig sein. Erstmal, weil ich habe ja so angefangen als Stuntman. Ich bin ja nicht von der Schauspielschule, dass ich sage, so Schauspielschule und so den klassischen Weg, sondern man muss ja dann reinwachsen. Ich bin ja reingewachsen. Und dann kriegst du erstmal große Augen, wenn du dann die Sachen siehst. Und dann haben sie noch einen draufgesetzt und haben uns dann die Kulisse gezeigt in Köln, wo wir alles Atze gedreht haben. Und dann sind wir durch die Kulisse gegangen und dann hatte ich Muffe. Da wurde es mir dann doch ein bisschen mulmig, dass ich sage, wow. Weil man hat ja auch so die eigene Erfolgserwartung oder so, sag ich mal. Und da habe ich manchmal so am Anfang gedacht, boah. Hoffentlich kriegst du das gerockt, ja. Ne, so im ersten Moment. Weil ich wurde ja praktisch reingeschubst. Es ist ja nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, so, jetzt werde ich Stuntman, ja. Dann werde ich Schauspieler, ja. So wie viele denken, so, und dann gehe ich nach Hollywood. Nee, überhaupt nicht. Sondern es ging eine Tür auf und ich denke, ja, aber, gehst mal durch. Ne? Aber für dich war damals schon ganz klar, ja, das ist ja oftmals bei vielen Schauspielern aus deinem Bereich oder kreative Leute. Wir werden heute Abend ja auch nochmal mit Philipp sprechen. Und das sind ja manchmal so Doppelleben. Ja? Also man hat diesen klassischen Beruf. Ne? Der eine ist Kaufmann, der andere ist Elektriker. Und irgendwann kommt dann der Punkt, aber man hat so sein Fable oder seine Berufung. Und irgendwann kommt der Punkt, dann sagt jemand, also wenn du jetzt in diesem Bereich kreativ, schauspielmäßig, musikalisch, Gesangsausbildung, was auch immer. Du bist ja eigentlich, bist du Bäcker oder du bist Metzger oder du bist bei der Stadt angestellt, was auch immer. Aber jetzt musst du überlegen, jetzt musst du wechseln. Wenn du dir diesen Weg einschlagen willst. Ja, die Überlegung hatte ich ja auch. Das war für dich ja schon, aber beim Stunt, da warst du ja schon raus. Du hast ja 7 Tage, Stichwort Tarzan, ich habe die Stunt-Shows. Regeln, krank. Tarzan-Show. Von April bis, wie oft warst du? Ich habe die Tarzan-Show gespielt. Ich bin da Anfang April, sind wir angefangen. Und die habe ich bis Oktober jeden Tag gespielt, jeden Tag teilweise bis zu 10, 20 Shows und dann ohne einen Tag frei zu machen. Das heißt,
ob Regen, ob im April, ob Schnee, egal was. Ich habe immer nur Badehose, Lendenschutz drüber. Das Wärmste war die Langhaarperücke. Und dann haben wir gespielt und haben unser Ding gemacht. Und dann habe ich die Kollegen mit dem Flocati-Teppich durch die Gegend geworfen. Irmgard, was hast du denn dazu gesagt? Irmgard, ist das, deine Frau ist heute auch dabei. Wenn du sagst, 7 Tage, ja, immer als Tarzan, da warst du doch abends müde, oder? Nein, ich kann das mal sagen. Ich wollte abends dann schon oben, wir haben damals noch eine Mietswohnung gehabt und wir haben dann oben gewohnt. Ich wollte oben schon durchs Fenster rein. Dann. Also, das ist gar nicht die Tür, sondern sofort. Du warst schon so motiviert. Ja. Ja, aber hast du den Eindruck gehabt, dass du mit alles Atze nach einigen Folgen und Staffeln dann doch bemerkt hast, du bist angekommen? Oder zumindest, das war schon ganz gut, dass du das gerockt hast, auch anfänglicher Angst entgegenzutreten? Ja, es war ja so, dass die Drehbücher kamen, so, die wollten mich ja jetzt auch so ein bisschen lenken, aber ich hatte die Möglichkeit, diese Rolle von Harry selbst zu entwickeln. Und das daran zu arbeiten. Für die, Harry Möller, du hast ja Harry Möller gespielt. Film, genau. So, was war deine Hauptaufgabe? Du hast wahrscheinlich erst gedacht, das ist so ein typischer Bodybuilder. Ja, der Kumpel, sagt, einfach ich vernasch die Frauen und völlig und dann war es das. Der Kumpel aber da war von mehr Text, als du dachtest. Ja, und das wurde ja aber dann erstmal auch noch größer, die Rolle. Die wurde noch größer. Erst kam das und dann habe ich mich darauf eingestellt und das geht. Dann haben wir die erste Folge gedreht und dann hieß es, das kommt so gut an bei den Redakteuren, den schreiben wir mal fetter rein, der macht mal mehr. Und dann bin ich von Drehtagen, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, ich sag mal von 10, von, ja genau, meine Frau, die weiß es genau. Die meine dokumentiert Frau, das meine Frau geht zu Hause mit den Zahlen um. Ah! Nein, alles gut. Du hast auch genug Taschengeld. Von 12 Tagen ging es dann hoch auf 36 Drehtage. Ne? Also die haben schon gemerkt, Mensch, in dieser Figur, da steckt was. Norbert Heisterkamp bedient das recht gut. Wir können dem noch was aufpacken. Wir können das hat lief. Sich die Figur auch immer mehr entwickelt. Ja, das lief. Du hast ja 6 oder 7 Jahre habt ihr. 99 bis 2006. Ja, wir haben auf jeden Fall über 60 Folgen haben wir gemacht. Ja. Ne? Das war schon einmal gut. Die Woche. Nee, ich war die ganze Woche da. Nein, ich meine jetzt, wann die... Für eine Folge haben wir gut eine Woche gebraucht. Für eine Folge eine Woche. Ja, 36 Drehtage. Halleluja. Das war schon viel, ne? Das glaube ich. Jetzt sehe ich gerade hier unser Kameramann, der Kai, der hat auf die Schnelle noch was ausgedruckt. Und das zeige ich mal, weil ich gedacht habe, naja, wenn wir immer so kokettieren, der Roland und der Norbert, und wir haben uns ja auch im Weinrestaurant zur Alten Apotheke auch getroffen und dann haben wir ein schönes Foto gemacht, was auf Augenhöhe war, aber dann hat man das Foto runtergezogen, das stand nicht auf dem Stuhl, aber dann schickte mir Norbert nach unserem Gespräch. Ich hab mich so auch mal gefühlt, ja, bei den 7 Zwergen. Und so hat er, und schaut euch das mal an, sag mal ein paar Worte, das ist der russische Boxer, ist das ein Boxer? Nikolai Valujev, er hat auch mitgespielt und er ist 2,10 Meter, glaube ich. Und 2 Meter, aber der ist auch ein bisschen breiter auch noch, oder? Ja, ein bisschen breiter auch. Ja, ich weiß nicht, was er gewogen hat, ich glaube, der hat irgendwie um die 160, 170 Kilo hat er gewogen. Also ich kam mir wirklich vor wie ein Zwerg, ne? Komm, jetzt sind wir mal bei den Fotos. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so haben. Da kommen wir noch mal später zu. Das sind die schäbigen Bilder. Das sind die schäbigen Bilder. Aber das kannst du auch noch mal kommentieren. Wo war denn das? Ja, das war ein Zombie-Film. Ich möchte nicht näher drauf eingehen. Okay, du warst. Ich wurde nicht gefressen, ich habe gefressen. So. Ach! So, wie heißt das hier? Herr Schürmann weiß das immer. Splatter? Nee, das ist ganz fiese Splatterfilme. Ne? Ganz fiese Filme? Nein? Ja? Aber gar Kettensägen, was sagt er? Aber du warst jung und brauchtest das Geld. Und die Gage stimmte halt. Ne? Das hat ja Regina Halmich mal gesagt. Sie hat das ja mit dem zweiten Kampf bei Stefan Raab nur gemacht, weil die Gage stimmte. Ja? Das hat sie ganz offen gesagt. Ja? Nein, alles gut. Alles gut, ja gut, das war jetzt so ein bisschen der erste Warming-Up-Teil. Wir haben ja noch viel auf der Pfanne, aber wir wollen uns ja auch musikalisch, wir wollen auch einiges auch anhören. Ja, und bevor wir aber jetzt zu unserem nächsten Gast kommen, das passt eigentlich ganz gut, denn jetzt kommt der Fanclub, das Maß ist voll, Fanclub, würde ich mal einfach sagen, auf die Bühne, denn die haben dir ein Geschenk mitgebracht. Oh. Und da würde ich jetzt mal sagen, ja, ich finde Geschenke ja gut. Kommt einfach mal rauf und wir nehmen mal das Mikro 1 in die Hand für die Technik. Und jetzt soll kommt ich der sitzen bleiben? Ja.
Ja, lieber Norbert, grundsätzlich ist es hier so Uso oder Stolperknabe, dass wir dem Ehrengast immer ein Trikot von unserem Fanclub überreichen. Ja. Das bist nur du natürlich auch ein Ehrengast und dementsprechend kriegst du auch so ein tolles Trikot. Ja, dann halte ich mir das mal an, oder? Ist XL. Ich sage vielen Dank. Vielen Dank dafür. Gerne. Und in diesem Atemzug, dem lieben Moderator, würden wir auch mal gerne ein Ehrentrikot überreichen, weil du gehörst ja auch zu uns oder auch das hier zu dir. Und dementsprechend bekommst du auch eins. Oh, das ist aber dunkel. Das ist wie Kohle. Das ist schwarz. Aber es steht das Gleiche drauf. Vielen herzlichen Dank. Und hin, Ehrenmitglied. Schau mal hier. Hör mal, da haben wir zwei. Also er muss es jetzt aber nicht anziehen, aber im Urlaub kann er es anziehen, Strand. Oder? Ja? Gut. Also. Ich werde es posten. Ja. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank an den ersten, das Maßes Fanclub. Das Maßes Voll Fanclub. So. Vielen Dank. Dankeschön. Meine Güte. So. So, und wie das üblich ist natürlich, möchte ich jetzt, pass auf, jetzt sind wir gerade in dieser Merchandising-Schleife. Ja, leg das einfach mal dahin, es passiert auch nichts. So, schaut mal, und das ist beim letzten Mal, ist das so ein bisschen untergegangen. Ich fand das eigentlich schade. Ich sehe jetzt gerade, Norbert, eigentlich wollten wir dir die Schuhe auch übermitteln, aber das ist jetzt 39. Damit so lacht ihr denn? Dann sind wir falsch, oder? Das könnte passen, ich muss ja nur die Fußnägel schneiden. Okay, aber was noch gar nicht rauskommt, ist vielleicht kann, weil unser Kameramann, der hat hier sich so viel Mühe gegeben und ich habe die Schuhe auch wieder an, weil ich finde die total bequem, aber hier sind so viele Ornamente, das ist so ein kleiner Hommage auch an Dienstlaken und vielleicht könntest du mal, ich halte dann so lange die Kamera, könntest du dann mal... Ich mache dann Kamerakind, ja. Kamerakind Roland. Ja, Kamerakind Roland. So, und dann mache ich das von der Stelle. Und dann würde ich dich doch mal bitten, da ist das Mikrofon, dann erklär doch mal bitte, denn das ist ja auch unsere Stadt, ja, was denn für Ornamente auf diesem Schuh sind. Ja, genau. Wie mich wahrscheinlich einige kennen, ich bin der Kai. Viele Bilder von mir kann man zum Beispiel auch auf Facebook sehen. Und eigentlich bin ich Lokalpatriot durch und durch. Und dann habe ich mir gedacht, Dienstlaken bräuchte eigentlich mal einen schönen Schuh, wo dann halt gewisse Sachen, die man so als Dienstlaken eigentlich kennt, wie zum Beispiel Wassermühle, Vosswinkelshof, dann haben wir hier noch den Schacht 2 aus Lohberg zum Beispiel drauf. So, eigentlich kennt die jeder Dienstlakener, ein bisschen von der Neustraße ist drauf, Duisburger Straße, Rittertor. So die ganzen eigentlich Sehenswürdigkeiten oder einige der vielen Sehenswürdigkeiten, die wir hier in Dienstlaken haben, habe ich dann auf den Schuh halt designt und drucken lassen dementsprechend. Ich habe auch noch ein zweites Modell, das weiß der Roland gar nicht. Aha. Ich bin ja mal so spontan. Es gibt auch noch in anderen Farben, habe ich. Genau, hat die Stadt Dienstlaken mir auch nach Anfrage die Erlaubnis gegeben, das Stadtwappen dann halt dementsprechend auch benutzen zu können. Sind halt so für mich die Lokalpatrioten-Schuhe. Und ich habe gedacht, Dienstlaken bräuchte davon mal ein paar. Die kann man käuflich erwerben, wer Interesse haben sollte. Sehr gut. Ja, mein Kooperationspartner im Internet ist Druck im Pott, da kann man die dann auch online bestellen. Ein Teil meiner Artikel kann man auch, ich habe zum Beispiel auch Bildermagneten designt, die gibt es dann auch im Rittertor, in der Stadtinformation, um einfach halt Dienstlaken in der Welt bekannt zu machen. Vielen herzlichen Dank, ja. Ich hab's gedankt. So, wenn ich jetzt schon mal Kamerakind bin, ne? Ja, schön, gut. Damit ist jetzt der Werbeblock auch zu Ende. Das mit dem Anprobieren lassen wir, ne? Ich glaube, das hat sich dann erledigt, gell? Das zieht sich so lange. Zieht sich einfach zu lange, genau. Das dann halt parallel machen, ja. So, soll ich den einpacken lassen, den Stolperknaben, für dich auf die Reise in den Urlaub, oder? Du trinkst den im Laufe des Abends? Okay, wir verfolgen das. Wir verfolgen das. Und wir schauen mal weiter. So, jetzt, guck mal, Teil 2. Oh. Genau. So, und somit kündigt sich jetzt der... Oh, ja. Yeah. So, also. Tschüss dann. So haben wir doch... Tschüss. Okay. Und...
wenn du natürlich dann fertig bist, dann darf ich dich hier auf den rechten Platz bitten und dann werden wir ein bisschen schnacken. Okay. Machen wir so. Und jetzt lösen wir das mal auch auf. Denn der nächste Gast, der kommt, der ist euch nun bekannt. Der Philipp ist ganz cool, ich sag mal sehr entspannt. Der Melvin würde sagen, das ist nicht nur mein Bester, das ist auch noch der Mann von seiner lieben Schwester. Alles läuft so, wie es soll, das Maß ist voll. Heute mit Melvin Schulz, genannt Manningmann, alias Philipp Eisenblätter. Dankeschön. Ja, lieber Philipp mit Mikro 3. Du bist Dankeschön. Getränketechnisch versorgt und ich werde mir auch noch mal ein Wässerchen spendieren. Norbert, du weißt, die Flasche ist hier unten. Ich lasse sie jetzt einfach mehr hier bei uns. Der Musiker trinkt Bier. Ich merke das schon. Der steht nicht auf Wasser. Ah, kriegen wir hin. Ja, mein lieber Philipp, vielen herzlichen Dank, dass du hier unser Gast bist und dass du jetzt eingesprungen bist. Es ist wirklich jetzt so, Melvin lässt sich wirklich ernsthaft entschuldigen. Sein Kalender hat wirklich 2 Termine gezeigt und ich habe gesagt, ja, aber du wirst doch wohl hoffentlich den priorisierten Termin, also unteren Termin wahrnehmen. Aber ich habe da völliges Verständnis für, es ist ein sehr, sehr wichtiger Termin für ihn, der ihn auch beruflich möglicherweise in ganz andere Sphären bringt. Aber beim nächsten Mal ist er wieder dabei. Darum schön, dass du jetzt hier eingesprungen bist. Und mit eingesprungen heißt das ja nicht, dass du jetzt ein Notnagel bist, Philipp. Andersrum, wer kommt aus Duisburg? Andersrum. So, da sind nicht so viele. Aber in Duisburg, aber immerhin. Wer kennt denn Philipp Eisenblätter? Das sind gar nicht so viele. Ah, es sind nur welche, aber man kennt dich. Man kennt dich aus vom Duisburg-Lied her. In Duisburg sehr bekannt. Spätestens nach unserem Abend auch hier in Dienstlaken. Ja, ich hoffe doch. So, aber wie das ja immer so bei uns ist, erstmal muss ja derjenige erzählen, warum, weshalb er hier ist. Und hast du auch einen, wie heißt das, einen vernünftigen Job, einen vernünftigen Beruf erlernt? Ja, du bist tatsächlich so und ich habe in Klammern leider auch einen vernünftigen Beruf, dem ich hergehe. Aber das heißt leider, ich bin froh, dass ich das habe, weil ich brauche, also Geld müssen wir verdienen, anders geht's nicht. Aber die Leidenschaft zur Musik ist natürlich sehr groß und Ja, trotzdem natürlich, wie so eine Vita ist, du bist 85 geboren, dann hast du 2006 Abitur gemacht. Genau. Und auch so mit links oder auch bist du einfach so intelligent, dass du das so hingesetzt also hast oder war auch ein bisschen Glück bei? Das Problem war, glaube ich, immer, dass ich zu faul war, Dinge zu lernen, die mich nicht interessieren. Ja. Und deswegen war das Abitur natürlich auch nicht so berauschend. Und und so halte ich es eigentlich heute noch, dass was mich nicht interessiert, das geht dann irgendwie so. Ja. Unser letzter, aber ich glaube, vielen geht es auch so, wenn man sich in einem Job oder in einem Umfeld nicht wohlfühlt, dann muss man einfach entscheiden, lebe ich damit, dann ist es nicht so schlimm, aber wenn es nicht mehr auszuhalten ist, dann wird man einfach die Seiten wechseln. Ja, du hast auch gesagt, du musstest dich in der Ausbildung auch so ein bisschen in die Struktur zwingen. Eine Ausbildung hast du gemacht als? Als Speditionskaufmann und zwar, also nach dem Abitur, stand ja natürlich die Überlegung an, was mache ich jetzt? Und ich war nie der weiß ich, mit 12 Jahren schon wusste, was er werden sollte. Hab gerne Musik gemacht, das ist bis heute so geblieben. Und nach dem Abitur habe ich dann gesagt, so, wenn ich jetzt zur Uni gehst, ich war gerne am Wochenende unterwegs und ich dachte, wenn ich studieren gehe, und da sind immer natürlich Teile dabei, die man nicht gerne macht und ist lernintensiv und ich dachte, dann machst du halt eine Ausbildung, dann musst du zumindest morgens irgendwo sein und Du hast dich also, du hast schon ganz bewusst gewählt, okay, so ein strukturierter Job, also morgens um 8 Uhr im Büro sein bis 17 Uhr, kommt dann doch vielleicht erstmal dir zugute und alles andere schauen wir mal. Ja, so war es, genau. Ich finde, das hast du auch bis jetzt ganz gut hinbekommen. Du bist nach wie vor immer noch in der Firma, du bist bei Mannesmann tätig, was machst du da genau? Da bin ich in der Logistik, ist jetzt nicht mehr genau das, was ich gelernt habe, aber so im weitesten Sinne geht es darum, Bleche zu versenden und das ist mein Job. Das heißt, du musst dir jetzt nicht den Blaumann anziehen,
Musstest du eigentlich den Blaumann anziehen bei der RAK? Elektriker gewiss, was? Oder? Ja, ich habe bei Elektriker auf dem Bau gelernt. Okay. Ich war bei der RAK ja nicht als Elektriker, sondern habe da noch eine Ausbildung gemacht zum Betriebsschlosser und zum Schweißfachmann. Ja. Und Schweißer haben ja ihre eigenen Strahlenschutz. Sicherheitsschuhe, dementsprechendes Outfit. Mit Helmvisier. Mit Helmvisier. Das heißt, du musst aber jetzt nicht zu den Blechen vor Ort, zu den Jungs, sondern gehst du so locker, so cool, smart ins Büro, so wie wir dich jetzt sehen? So wie ich jetzt aussehe, gehe ich auch nicht. Nein? Okay. Gehe ich auch nicht ins Büro. Nee, nicht. Aber eigentlich würdest du das lieber gerne machen, oder? Ja, finde ich noch nicht mal, weil das ist irgendwie, das bin ich und ich gehe morgens arbeiten, ziehe mir ein Hemd an, eine Jeans, so, das ist dann mein Blaumann. So. Okay. Ne? Aber das heißt, wenn du musikalisch unterwegs bist, ist das auch vielleicht so ein kleiner Schutz, den du jetzt optisch auch hast? Weil, ich weiß nicht, wer hat das Facebook-Video gesehen? Du warst ja richtig cool, ne? Mit Brille, also smart, locker, tolle Stimme. Du könntest auch Model, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aber also ziehe ich mich auch privat an. Also das ist jetzt hier nicht verstellt oder so. Ja. Aber ich finde das so lustig, wenn du sagtest, war das denn in deiner Ausbildung, wo du nachts um 2 Uhr eine Bewerbung geschickt hast oder für deinen festen Beruf, den du jetzt hast? Nee, das war für den Beruf, den ich jetzt habe. Und also das ist eigentlich, das ist halt ein positives Beispiel. Ja, das geht auch so, ne? Hat. Also ich hatte meinen Ausbildungsvertrag, der ist dann, als der abgelaufen ist, also ich durfte noch ein Jahr da arbeiten. So, dann haben sie uns gesagt, so, sieht schlecht aus, such dir was anderes. Und mein Chef sagte, er hat jetzt, er spricht mit dem Chef, der jetzt mein Chef ist. Und ich müsste nur mal eine Bewerbung schreiben und er ist morgen da und dann könnt ihr die mitnehmen. So, und da war irgendwie Montag oder Dienstagabend und ein Kumpel hat mich gefragt, kommst du mit ein Bier trinken in der Kneipe? Und ja, klar, bin ich dabei. Du hast gesagt, die Bewerbung kann ich ja später schreiben. Ja, genau, da habe ich gesagt, schreibe ich später. Und dann bin ich in die Kneipe gegangen, wir haben dann irgendwie geknobelt, geschockt und Bier getrunken, dann war irgendwie 2-3 Uhr und dann kam ich zu Hause an und ich denke, ey, irgendwas war noch. Und, ja, die Bewerbung, ja, okay, schreibst du noch. So, habe ich die fertig geschrieben, am anderen Morgen aufgestanden, dem Chef gegeben, Tag später haben die angerufen, ja, der kann kommen. Also es kann auch so gehen. Schön, dass du da bist, Philipp Eisenblätter. Dankeschön. Wir werden noch einiges von dir hören. Und wir steigern das ja immer. Ne? Also, wie schaffe ich jetzt den Bogen? Wollen wir jetzt das Duisburg-Lied erst noch mal ein bisschen anschauen? Ja, ne? Da warten noch alle drauf, ne? Ist ganz klar, also Hip-Hop, da bist du mit Hip-Hop bist du nicht groß geworden, ne? Ja, groß geworden insofern, als er im Radio lief so schon, oder er war da, aber das war nie meine Musikrichtung. Ja, so. Das ist ganz witzig, weil mein Bruder macht Hip-Hop und deswegen haben wir da immer so eine... Ach so, okay. Aber wir verstehen uns trotzdem gut. Wenn ihr nicht die Musik des anderen hören müsst, oder was? Ja, nein, er wollte heute eigentlich auch mitkommen. Also wir mögen das, was der andere macht, schon. Aber Bevor wir jetzt aber zu dem Lied kommen, deine Karriere mit Musik, war das auch so Blockflöte mit 6 und dann Gitarre mit 9 oder wie lief das? Blockflöte war meine Schwester. Ja. Musste die oder? Nein, musste auch nicht. Aber wir hatten letztes Mal ein Video gesehen und das war wirklich nicht so schön. Aber sagt sie selbst. Aber wenn es von Herzen kommt, ist es doch immer herrlich. So. Ja, du hast dann deine erste Gitarre bekommen, da warst du wie alt? Wie alt war ich da? So 8, 9, würde ich so sagen. Ja. Und dann den üblichen Weg, dann Gitarrenlehrer und später dann, ich war eigentlich ganz gut dabei, das war eine Sache, die hat mich interessiert. So. Und dann, ich wollte die Lieder nachspielen, die ich gerne gehört habe und so kam es dann, dass man dann irgendwann das konnte und dann hat man gesagt, so, jetzt kann ich die Lieder nachspielen, jetzt möchte ich aber vielleicht eigene schreiben. Eigene Sachen machen. So, und dann, wie ist jetzt der Duisburg-Song entstanden? In der 903, in der Straßenbahn oder? Nee, überhaupt nicht. Und ich wurde oft gefragt, wie ist das Lied entstanden? Und ich habe wirklich nicht gesagt, so, ich setze mich jetzt hin, schreibe ein Lied über Duisburg. Ich glaube, das ging eher so davon aus, also wenn ich Lieder schreibe, dann habe ich irgendwie eine gewisse Melodie im Kopf und dann geht es über Improvisieren. Und das heißt, die Zeilen, die irgendwie so als erstes kommen, die sind ja auch tief in mir drin. So, und dann hatte ich diese Idee der Fahrt mit der 903, dieser fiktiven durch die Duisburger Stadt und auch durch die Geschichten eigentlich. Die 903, ist das die längste Bahn, die durch Duisburg führt? Das weiß ich nicht. Weiß man nicht. Genau, aber die ist ziemlich lang. Also die ist ziemlich lang, ne? Da kann man eine Menge erleben, ne? Genau. Wenn sie denn fährt. Wenn sie fährt, ja. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, du spielst an dort und dann werden wir natürlich nochmal
Norbert hören, aber danach werden wir natürlich noch auf das Duisburg-Lied eingehen und natürlich auch noch über deine Zukunftsprojekte. Ganz besonders natürlich auch mit Stoppock. Norbert, Musikinstrument? Spielst du auch? Oder nur Triathlon und CD? Nur zu Hause, die erste Geige. Die erste? Ja, ich weiß, du hast gesagt, Musik ist gar nicht dein Ding, ne? Nein, das wäre auch was, wenn man mich fragen würde, was ich anders machen würde in meinem Leben oder wenn ich nochmal anfangen dürfte, dann wäre das was, wo ich sagen würde, das möchte ich auf jeden Fall ein Musikinstrument lernen, weil das kann ich leider nicht. Aber das wäre schon klasse. Ich bin nie in Berührung gekommen mit Musik, deshalb. Tag unterwegs mit der 903 zwischen all den Schloten, immer mitten hinein in all die Geschichten, die unsere liebe Heimat schreibt. Und immer nah dran am Puls der Zeit, möchtest du doch nur eine Großstadt sein. Doch immer etwas hinterm Beat, eher schleppend als treibend. Doch ich muss sagen, ich mag dich schon sehr. Home is where your heart beats. Hand aufs Herz, ich bin ein Duisburger. Und mein Herz, das schlägt nun. Mein Herz schlägt nun mal hier. Denn man hat es nicht immer gut mit dir gemeint. Man sagt, du seist hässlich und dreckig obendrein. Kein Gold, was hier glänzt am Ufer des Rheins. Eine Schönheit mit Verlaub, die wirst du wohl niemals sein. Die wirst du wohl niemals sein. Doch ich muss sagen, ich bin gern hier bei dir. Home is where your heart beats. Hand aufs Herz, ich bin ein Duisburger. Und mein Herz, schlägt nun mal hier. Mein Herz schlägt nun mal hier. Nein, ich zieh nicht nach München, Berlin oder Rom, hier am Vaterrhein, dem uralten Strom. Hier bin ich geboren und hier werde ich begraben, ein Leben lang Duisburg, mein guter alter Kumpan, mein guter alter Kumpan. Aber ich muss sagen, ich mag dich schon sehr, home is where your heart beats. Hand aufs Herz, ich bin ein Duisburger. Mein Herz, das schlägt nun mal hier. Mein Herz schlägt nun mal hier. Vielen Dank. Philipp Eisenblätter, vielen herzlichen Dank. Das spricht das Herz an, ja? Und die Leute, die diese Stadt auch kennen, lieben, wohnen oder auch teilweise auch manchmal nicht mögen, aber da ist so viel Herzblut drin
Und du möchtest noch was dazu sagen. Wir lassen das jetzt einfach mal. Ich glaube, also als wir es hochgeladen haben, also es ging wirklich, also es haben sich viele angeguckt und mich haben viele Leute darauf angesprochen. Und dann überlegt man ja, warum eigentlich so? Nur ein Lied über Duisburg schreiben ist es ja, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, das ist dieser Punkt, dass man irgendwie nicht groß nachdenkt, sondern einfach irgendwie ein Gefühl einfängt und dass Duisburg, also dass es eher die Momente sind und nicht die Orte. Also wir können uns hier treffen, weil es eine sehr schöne Kneipe ist und es gibt halt, das finde ich das Besondere am Ruhrgebiet, also sind nicht, wir haben vielleicht nicht diese riesen Hotspots, aber wir haben irgendwie Treffpunkte, ob es eine Trinkhalle ist, vielleicht auch ein Parkplatz oder so. Aber wichtig ist irgendwie der Moment. So. Fantastisch, Heimat, ja. Also, dich bewegt was da dazu ja, zu sagen, einfach, ne? Heimat, richtig. Ruhrgebiet. Ich bin auch bekennender Ruri und ich bin ja auch viel rumgekommen und ob es das Ausland ist oder ob ich in Berlin was mache oder in München, Stuttgart, egal wo, Ruhrgebiet ist für mich Heimat. Ja. Ne? Wenn das nicht mehr ist, fehlt was. Ja. Also, wir, der eine oder die andere, sind ja bestimmt auch schon weit in Deutschland rumgekommen oder auch, ja, man muss eigentlich in Deutschland bleiben, aber das bekommt man sehr oft zu hören, dass man sagt, und das hat nichts gegen Norddeutsche oder gegen die bavarischen Freunde zu tun, aber man sagt oft dem Ruhrgebiet positiv nach, also ihr habt das Herz auf der Zunge und ihr sagt es so, wie es ist und sagt nicht, ach, du bist herzlich willkommen und wir fühlen, laden dich ein und es ist nur oberflächlich. Also ein Ruri sagt auch, was soll das jetzt, guck mich nicht so scheel an und dann ist das halt einfach so. So, genau und, so. Ne, ja. So, jetzt möchte ich aber nochmal, Norbert, über viele Projekte mit dir sprechen. Trotz allem, deine Familie hat ja auch irgendwann mal das Gefühl gehabt, war das jetzt die richtige Entscheidung? Deine Frau, ich weiß, ihr seid über 35 Jahre verheiratet oder 36 mittlerweile? 35 Jahre sind 35 wir verheiratet. Jahre. So, und wie war denn das, als du gesagt hast, so, das war's jetzt? Ja, ich habe mich ja erst gar nicht getraut, das zu sagen, so, dass ich sage, so, ich gehe jetzt bei der Ruhrkohle weg und wir haben, wie gesagt, schon zwei Kinder und dann einfach den sicheren Job wegschmeißen, das war ja schon ein Risiko und da habe ich auch erst mitgezögert, ich denke, kannst das nicht sagen, ja. Aber dann haben wir darüber gesprochen und sie sagte mir dann einfach, wenn du das machen willst und wenn du dir sicher bist, überleg dir das in Ruhe, aber komm nicht nach 14 Tagen und sag, ja nee, das ist doch zu hoch, da springe ich doch nicht runter oder das mache ich nicht oder so, sondern mach dir vernünftige Gedanken, dass du das machen willst und dann stehe ich hinter dir und das hat bis jetzt 36 Jahre hat's hinter mir gestanden. 36 Jahre. Und die Kinder... Und als du dich dann halt wirklich selbstständig gemacht hast, waren dann die Kinder schon da oder gab es dann den ersten oder Sohn oder die zweite Tochter? Ja, wir hatten oder schon zwei Kinder. Wir hatten schon zwei Kinder. Ja, die waren schon da. Wir haben drei. Zwei Mädchen, einen Jungen. Ja. Ja, und das war dann bei uns auch immer ganz turbulent. Als sie dann, so waren das, habe ich auch meine Kinder, die Lea, die Jüngste, wenn die dann damals mit sieben oder so dann ankam und sagte, oh Papa, ich möchte gerne auch mal abgeseilt werden. Ja, habe ich oben das Dachfenster aufgemacht und... und hab die dann vom Garagendach oder oben aus dem Nichts, habe ich sie abgeseilt und dann kam meine Frau dann irgendwann um die Ecke und sagte dann, du, die Autos auf der Hauptstraße fahren schon langsam, ich soll mir das Fenster schließen. Also das war bei uns so, dass also Sportmatten, die großen Turnmatten, dass die bei uns vor der Garage lagen, war ganz normal, weil vom Dach aus konnte man super springen. Und hat dann deine Tochter auch gesagt, wenn sie gefragt wurde, was macht der Papa beruflich, hat sie gesagt, mein Papa ist Tarzan oder so? Ja, das waren tatsächlich die ersten Antworten. Aber als sie dann älter waren, dann hieß es halt, mein Papa ist halt Stuntman und der macht das. Und sie haben ja auch versucht, ich habe denen ja auch das Filmbusiness näher gebracht. Auch das mit den Stunts. Meine Kinder kamen in den Genuss, alle mal zu drehen. Mein Sohn hat in dem Tatort Kinder der Gewalt hatte er einmal eine Hauptrolle mit und hat dann aber auch gesagt, du, das ist nicht so mein Ding mit Film, Papa, mach du das, für mich ist das nicht so. Das war dann auch okay und die beiden Mädels haben auch gedreht und die Lea musste sich dann also so ein bisschen locken mit irgendwelchen Sachen, weil so direkt auf Anhieb 30 Meter im Baukran wollte sie dann doch erst nicht. Oh. Und das hat sie dann aber zum Schluss doch gemacht?
Ja, das hat sie, das hat sie dann doch gemacht. Boah. Das war dann wirklich, aber aus eigenen, aus okay. eigenen, aus ja. eigenen Stücken. Ja. Halt, ne? Ja. Aber jetzt sind deine, eure Kinder sind groß und in der Filmbranche ist, hat keiner Fuß gefasst? Nein, ist Nein. Keiner in der Filmbranche. Ja, aber doch so. Ja, mein Sohn hat das noch ein bisschen, weil ich ja auch Autorennen fahre oder Autorennen gefahren bin. Und als ich damals meine Rennfahrerschule besucht habe bei Zackspeed, dann war mein Sohn halt mit. Das war so eine Geschichte Vater und Sohn. Das macht man einfach gemeinsam. Das ist so. Na, der eine Vater geht mit seinem Sohn angeln. Ja. Ich bin zur Rennstrecke gefahren mit ihm. Ja. Und dann ist er halt in dem Guide-Auto mitgefahren, in einem Porsche, und hat dann da die Luft geschnuppert. Und mittlerweile sitzt er jetzt als Ingenieur bei Brabus in der Entwicklung. Also oh, da geht das Herz auf hier bei einigen Männern. Hat funktioniert, ne? Ja, hat funktioniert. Nochmal zurückzukommen. Wir hatten vorhin Götz George genannt. Da gab es so eine, also ich, als wir gesprochen haben, habe ich immer gesagt, Götz George im Film, cooler Typ, aber privat super distanziert, will auch keine Interviews haben. Aber du hast mir eine Story erzählt. Ja, ich finde, das muss man einfach auch akzeptieren. Ja. Wenn die Leute dann drehen und wenn die sagen, so, ich möchte jetzt privat sein, dann sind sie privat. Und es gab ja damals auch mal diese Geschichte mit dem Thomas Gottschalk und mit Götz George, dass sie sich so ein bisschen bekriegt haben. Ich kann das nur sagen, ich habe viele Sachen mit Götz George gedreht. Und da gibt es ein oder zwei Beispiele. Da waren die Komparsen, die mitgedreht haben, die waren da. Und die Komparsen kriegten ein Käsebrötchen. Und dann kam jemand und hat einen Götz die Lachsschnittchen und die Sachen gebracht, die besseren Sachen, sag ich einfach mal. Und dann guckte Götz nur und sagte, wieso? Und wieso haben die Käsebrötchen? Und ich so, ja, es ist Komparsen, das geht ja nicht. Dann hat er seine Bildzeitung aufgeschlagen, hat sich hingesetzt und hat gesagt, so, pass auf, wenn nicht für alle in einer halben Stunde Lachsbrötchen da sind, dann fahre ich ins Hotel. Respekt. Also das spricht oder? Ja für das ihn, spricht ne? Ja für das ihn. Spricht für ihn. Ja. Das sind natürlich Sachen. Oder im strömenden Regen, wir haben mal für ihn einen Autocrash gemacht, für einen Film. Und ein Autocrash, und das hat wirklich richtig geschüttet. Und dann stand er da mit einem Schirm und dann hieß es so, Götz, du bist fertig, du bist abgedreht. Jetzt ist nur noch der Stunt dran, du kannst ins Hotel. Und dann hat er den Schirm zugemacht, hat sich mit verschränkten Armen dahingestellt und hat gesagt, die Jungs riskieren hier was für mich und für meinen Film. Du glaubst doch nicht, dass ich ins Hotel gehe. Dann haben wir den Stunt gemacht, er hat uns alle in den Arm genommen und hat gesagt, schönen Feierabend, Jungs. Wow, ja. Das so lernt man die Leute von der anderen Seite kennen. Ja, ja. Und heute ist er auch schon nicht mehr unter uns, ne? Leider, das ging leider. Ja relativ schnell und ist ein trauriges Stichwort, aber nicht mehr unter uns. Du hast auch mit Eddie Arendt, das war mit einer der ersten, glaube ich, ne? Filme. Ja, Eddie Arendt. Da kennen wir auch noch, ne? Also ich fand den immer schon total interessant. In der Edgar Wallace-Neuverfilmung, damals habe ich die Toten Augen von London oder das Haus der Toten Augen, habe ich diesen Jacob Also wie Song, jetzt beim Brexit, ne? Pass auf, die Toten Augen aus London. So, da habe ich auf jeden Fall diesen blinden Mörder gespielt und Eddie Arendt spielte da den Kommissar. Und dann Gisela Uhlen hat auch mitgespielt und dann haben wir gedreht und nach Drehschluss hieß es dann, kam Eddie zu mir und sagte, Norbert, ich will mit Gisela noch was essen gehen und das wäre doch ganz gut. Und, geh du doch mit. Ja, er ist auch nett. Das wäre nett, aber wir sind ja schon ein bisschen älter, aber das wäre doch schön, wenn du mitgehst. Ich habe mich ja nicht getraut, Nein zu sagen, zu dem Zeitpunkt, so weit war ich noch nicht. Und dann waren wir essen und dann ging folgendermaßen ab. Ich saß in der Mitte, links saß Eddie. Rechts saß Gisela Uhlen und dann ging das von rechts nach links, von links nach rechts. Ich wechselte auch, ich fühlte mich schon wie auf der Rennstrecke, weil mehr war nicht. Und dann kam Gisela zwischendurch und gab mir dann, du machst das doch noch, Norbert, bei mir ist das wirklich zu viel. Dann gab es das noch. Und so habe ich dann mit denen den Abend verbracht, habe aber tolle Geschichten gehört, weil die beiden sich super unterhalten haben. Und das war einfach eine Erfahrung, die ich da machen durfte, die möchte ich im Leben nicht missen, weil das sind richtige... tolle Menschen gewesen, glaube ich. Und das erleben zu dürfen, ist schon klasse. Ne? Ja. Schön, dass du bei uns bist, Norbert. Schön, dass du bei uns bist. Du hast gerade, so habe ich gedeutet, so ein bisschen den Eddie Arendt nachgemacht. So, bekommst du noch mal ein bisschen mit? Also dieses leichte, ja, hektische. Ja, da kenne ich noch einen von. Ja, genau. Und das ist Otto Walkes, ja? Richtig? Ja, das. Oder? Otto, die ersten Sätze, die ich mit Otto hatte, ich habe damals, als wir die Sieben Zwerge gedreht haben, den ersten Teil, der erste Teil war ja komplett im Studio, da wurde nichts draußen gedreht, alles komplett im Studio. Wo habt ihr gedreht? Welche Stadt? Köln. In Köln. MMC Studios.
Und dann sind wir halt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch Atze gedreht habe, musste ich halt immer switchen. Einmal da, wurde ich oftmals habe ich morgens da gedreht und nachmittags bei den Zwergen. So, und dann habe ich Otto kennengelernt. Er saß dann neben mir in der Maske auf einmal und sagte, ah ja, also, ah, der Ralfi. Du, soll ich den Tee machen? Sagt er. Ja. Und ich saß da. Ja. Otto fragt mich nach dem Tee. Das ist fast wie Jesus so war, mit der Fußwaschung, ne? Erniedrigung pur. Ich habe da gesessen und habe gedacht, ich normalerweise trinke überhaupt keinen Tee. Aber klar, klar habe ich einen Tee getrunken. Ne? Und dann ist der auch so wibbelig, hat er mir den Tee gebracht und dann so, ja, und ich möchte, dass du dich wohlfühlst hier am Set. Und dann nahm er, ich verstehe nicht, wie eine Maskenbildnerin den überhaupt schminken konnte. Weil die ist ja, du musst ja diese Bewegung mitmachen. Das war irre. Ja. Und dann saß er, ich weiß nicht wie lange, ein paar Sekunden ruhig. Und dann nahm er sich schon wieder, dann suchte er schon wieder. Die Gitarre, zack, die Gitarre raus. Ach, und fing an zu singen. Und wurde aber dann abgepudert zwischendurch. Ne? Aber Otto ist so ein Lieber, ein toller Mensch. Faszinierend. Aber er nimmt nichts, er ist wirklich so, ne? Der hat irgendwelche... Der kann gar nicht. Wenn der was nehmen würde das und ich Zeug wüsste gut, was, ja. Ich würde es mir auch reinschrauben. (lacht) 2004, Männer allein im Wald. 2006, der Wald ist nicht genug. 2014, der siebte Zwerg. Ist da jetzt dieser Comic dabei, der nicht gesendet wurde in Deutschland? Oder doch, ist der gesendet, noch on top? Der wurde gesendet. Aber der nicht in Deutschland. Doch, in Deutschland. In Deutschland auch. Doch. Aber er lief halt nicht. Also, um das kurz zu machen, das war eigentlich Filmverleiher und Universal und die Kinos und ich sag einfach mal Politik. Das war eigentlich der Grund, dass das in Deutschland nicht so gut lief. Der lief in Spanien, in Italien, überall lief er wirklich gut. Und in Deutschland halt nicht. So, und das ist jetzt hier ein schöner Ausdruck von Kai Daubermann. So, da kommen auch zum Martin. Martin Schneider, der Martin, ne? Der Martin. So, in der Mitte der Otto natürlich. Und dann du. Ja, aber der siebte Zwerg war auch ein Toll. Das war bei der Premiere von der siebte Zwerg, muss das gewesen sein, genau. Ja. Premiere. Und Martin, mit Martin bist du auch gut befreundet, oder? Ja, seit der sieben Zwerge-Filme sind wir eigentlich dicke Freunde. Ja. Und sind haben halt viel Spaß miteinander und haben dann einfach mal gesagt, seit Dezember dieses Jahres machen wir das, dass wir eine eigene Facebook-Seite haben, Martin und Norbert. Martin und Norbert, kann man mal gerne schauen. Einfach, ne? Ja, weil wir einfach mal überlegt haben, wir versuchen das mal. Wir sind zwar eng befreundet, aber das heißt nicht, dass zwei Freunde auch vor der Kamera funktionieren. Ja. So, da muss man immer aufpassen. Und wir haben es jetzt ausprobiert und es läuft gut. Und wir haben jetzt schon auch einen Teaser gedreht für einen Film, für eine Serie. Mal sehen, was daraus wird. Also es wurden auch viele Produzenten aufmerksam auf uns. Ne? Mal sehen. Norbert Heisterkamp heute hier. Vielleicht irgendwann mal sein Kompagnon auch mal bei uns, der Martin. Wir wissen es nicht. Vielen Dank. Der Martin. Ist der Martin eigentlich genauso groß wie du? Der ist doch auch riesig, oder? Oder ja, wirkt der nur so? Der ist gut. Er ist eine ganze Ecke kleiner. Ist eine Ecke kleiner. Okay. Ja, der Philipp hat es schon erkannt. Philipp, wir übergeben jetzt mal das musikalische Zepter an dich. Und was erwartet uns jetzt musikalisch? Es erwartet uns eigentlich ein recht neuer Song von mir, den ich auch mit Schlobock aufgenommen habe. Und deswegen würde ich den gerne jetzt spielen. Und der heißt Sucht. Wenn schon vorbei ist, bevor es beginnt, wenn der Vorhang nicht fallen kann, weil hier kein Vorhang hängt. Ich habe ein Lied geschrieben, das ganz ähnlich beginnt. Es handelt vom Fliegen und wie ich mich fühlte als Kind. Hab nie ein Ticket gelöst, ich bin immer schwarz gefahren. Solange ich nicht ankomme, werde ich keinen Cent zahlen. Ich leg mein Ohr auf die Gleise, ich verfolg jede Spur, schick meine Träume auf Reisen, bevor ich sie verliere. Wo ist der Fährmann nur hin? Wer bringt mich nun hinüber?
Ich muss so schnell wie es geht ans andere Ufer, um zu sehen, was auf der anderen Seite geht. Gibt's doch noch was zu fressen oder komm ich zu spät? Es liegt in den Wäldern, es fließt durch die Schlucht. Es wird still, wenn der Schnee fällt, doch wie schnell wird es so? Ich habe Blut geleckt, ich habe Lunte gerochen, ich bin zu Kreuze gekrochen und hab Versprechen gebrochen. Ich lag im hohen Gras an einem schönen Sommertag und ich hörte es flüstern, wie es zu mir sprach. Hast dein Glück rausgefordert, mit dem Teufel getanzt, deine Seele verkauft und nun schau dich an. Ich bin kein Totengräber, denn ich grab nur aus, was im Verborgenen liegt und schon verloren geglaubt. Es liegt im ewigen Eis auf dem Grund des Meeres und ich kann's nicht greifen, ohne ein Teil davon zu werden. Wie hab ich gedacht, wie kann man das bloß ertragen? Wie kann ich in diesem Gewässer noch große Wellen schlagen? Es liegt in den Wäldern, es fließt durch die Schlucht. Es wird still, wenn der Schnee fällt, doch wie schnell wird es so? Die Sonne steht im Zenit, doch wer weiß, wo sie schon morgen steht. Die Schatten werden länger, wenn sie untergeht. Und was, wenn der Wind sich dreht? Ich hab Geschichten geschrieben, sie mit Schnüren verbunden, mich gekrümmt und gewunden, mein Körper geschunden. Nun hängt es in Fetzen, doch ich kann es nicht lassen. Es tropft von den Bäumen und es fließt durch die Gassen bis zum letzten Mann, bis zum allerletzten Schuss. Ich sing meine Lieder, weil ich sie singen muss. Es liegt in den Wäldern, es fließt durch die Schlucht. Es wird still, wenn der Schnee fällt, doch wie schnell wird zur Sucht. Philipp Eisenblätter. Bleib ruhig da, das ist einfacher und würde gerne noch ein paar Fragen an dich stellen. Wo ist das Lied entstanden? Aus welchen Gründen? Gute Frage. Oder ist das zu intim? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist das so eine Momentaufnahme auch so. Also es geht darum, wie kann man jetzt in die... Sing ich ja, wie kann ich in diesem Gewässer noch große Wellen schlagen? Also wie kann man in alles irgendwie unter einen Hut bringen und trotzdem noch kreativ sein und irgendwie etwas anzapfen, was noch irgendwie Hand und Fuß hat? So, ne? Ja, das ist schön, dass du das so erwähnst, denn die Brücke schlägst du jetzt eigentlich zu der nächsten Frage, die ich vorhabe. Du bist, du hast einen Job, du bist kreativ, du schreibst Songs, du bist verheiratet, hast einen jungen Sohn, richtig? Genau. 10 Monate, 11 Monate? 11 jetzt. Wow! Ja. Neil Jan heißt er? Neil Jam? Neil Yuma. Neil Yuma. Wo kommt das? Ist das indianisch, der Yuma Name? Yuma, es kommt tatsächlich aus dem Indianischen. Aus dem Indianischen? Ja, genau. Okay. Vorfahren sind aber nicht aus der Ecke. Nee, alle. Okay. Aber alle du hast ein Faible dafür, nehme ich an, ne? Ja, der Vorname, also der Erstname Neil ist eine Referenz zu Neil Young. Das waren Neil Young und was ist das auch? Leonard Cohen war auch, glaube ich, genau, einer deiner großen. Mit Papa und Mama, die sind auch hier, ist das richtig? Ja, Papa ist leider noch arbeiten oder hoffentlich jetzt nicht mehr, aber okay. Meine Mutter hat es geschafft, die steht gerade hinter mir. Ah, okay. So, und ich habe gehört, ihr seid mit den Kindern oft auf Bub-Konzert oder auf Rolling Stones und du bist auch mit diesen handgemachten Musiken groß geworden. Das hast du schon gemerkt. Das hat dich. Also, ich bin halt mit der Musik meiner Eltern aufgewachsen. Das war dann Stones, Lou Reed,
Leonard Cohen, Bob Dylan, also viel 60er, 70er Jahre Musik. Und ich hatte das Glück, dass sie mich früh mit auf Konzerte genommen haben. Und ja, das war natürlich für mich dann irgendwie auch so ein Erlebnis, was man irgendwie, schön. So ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Und der Song ist natürlich wahrscheinlich deshalb geboren, den du gerade gesungen hast. Es gibt einfach so viel schon rundherum. Und wo man dann auch sagt, wie soll ich noch auffallen? Wie soll ich noch irgendwie größer werden? Aber genau. Du hast 250.000 Klicks und Likes auf Facebook gehabt mit diesem Song. Und dann ist, dann hat jemand geantwortet und der hieß Stoppock. Und dann kam der Stein ins Rollen. Genau, richtig. Also das war das Süßburg-Lied, das hatte ich bei Facebook hochgeladen. Und Stoppock hatte das kommentiert, so sinngemäß, so schön kann man übers Ruhrgebiet singen. Ja, ja. Und ich habe es dann halt so irgendwie wahrgenommen, habe mich gefreut, aber ich denke, ja, irgendwie behält's halt mal im Hinterkopf. Und nach irgendwie einem halben, dreiviertel Jahr habe ich gedacht, oh, komm, es geht gerade nicht viel, schreib den mal einfach an. Und habe ihm eine E-Mail geschrieben und er hat sich einen Tag, habe ihm geschrieben, hast du irgendwie einen Rat oder eine Idee, wie es weitergehen könnte? Ich habe gesehen, dir gefällt irgendwie das, was ich mache. Und er hatte dann ein, zwei Tage später geantwortet, ja, komm doch einfach irgendwie in die Kaue nach Gelsenkirchen, da spielt er zwei Abende hintereinander ausverkauft und ich könnte den Support machen. Super. Eine Woche später. Also war Wahnsinn. Natürlich... Das ist schon ein Hammer. Und vor allen Dingen war es also so, Entschuldigung, war halt für mich einfach so wichtig, mal meine Songs oder meine Musik dann irgendwie vor fremdem Publikum auszuprobieren und zu sehen, kommt da irgendwo was an. Ne? Also so vorher waren viele Gigs halt, ich freue mich auch immer, wenn Freunde, Bekannte, Familie kommen, aber es ist natürlich irgendwie noch ein anderer Schnack, wenn... So, und das waren 300, 400 Leute, die in der Kaue da waren. Genau, richtig. Und die Resonanz war positiv, du hast dich bestätigt gefühlt, ja? Ja, absolut. Also ich würde jetzt noch behaupten, ich kann von ehrlichem und Gnadenapplaus noch irgendwie unterscheiden. Ja, und, ja. Und ich habe es aber nachher auch gesehen, ich hatte meine CDs ja auch mitgebracht, wie jetzt auch, und bin sehr viele Exemplare losgeworden und nachher kam man auch oft ins Gespräch. Ja. Und da habe ich gesehen, das funktioniert und nachher hat Stoppa mich auch öfter eingeladen und hatte dann die Wintertournee dann auch mit mir im Vorprogramm dann absolviert und das war dann für mich da auch irgendwie eine Bestätigung, dass er sagte, komm, so schlecht kann er nicht sein. Oder, für mich so das Gefühl, so er findet das gut. So, und das ist auch ehrlich. Und es geht jetzt weiter, ne? Also der nächste Termin mit Stoppock, findet er schon? Ist alles noch nicht so ganz spruchreif. Okay. Deswegen, okay. Aber wir sind in Kontakt, wir haben drei Songs aufgenommen. Da soll irgendwie auch hoffentlich relativ zeitnah ein Album draus erwachsen. Und nächstes Jahr wahrscheinlich auch der ein oder andere Tourtermin, aber ist halt alles noch nicht in trockenen Tüchern. Ja, aber es scheint ja in die richtige Richtung zu gehen, denn wenn ich jetzt hier lese, wo du schon aufgetreten bist, in Wesel, in der Scala, im Savoy-Theater in Düsseldorf, im Ebert-Bad kennt man ja natürlich auch hier in Essen, Spiegelzelt in Dortmund, Steinhof in Duisburg, jetzt war am letzten Wochenende ein großes Festival. Genau, das war Platzhirsch-Festival in Duisburg. Glaube ich, jetzt zum siebten Mal gewesen, ist recht nett gemacht mit vielen ehrenamtlichen Helfern. Das nennt sich irgendwie Festival der Artenvielfalt, deswegen auch Platzhirsch. Und da treffen halt recht viele unterschiedliche Musikrichtungen oder Künste zusammen. Und da hatte ich dann letzte Woche an dem Freitagabend im Webster gespielt und zum Glück auch an dem Samstag auf dem Dellplatz selbst, weil das ist irgendwie so das Herz dieses Festivals. Und was soll ich sagen, Wetter war gut, viele Leute waren da, also für uns war es toll, weil das war jetzt so das erste Mal mit neuer Band, dass wir meine Songs gespielt haben und es war ein schönes Erlebnis. Ja, vielen herzlichen Dank, nimm noch mal einen Schluck und bevor wir noch zum letzten Part mit Norbert kommen, bitte ich dich noch mal musikalisch, du hast ja bestimmt noch was im Koffer. Ja, im musikalischen Koffer und vielleicht kannst du mal zwei Sachen oder zwei Sätze drüber sagen, was uns jetzt inhaltlich erwartet. Ich spiele jetzt einen Song, der passt eigentlich wunderbar in eine Kneipe und der heißt Schnaps. Jawohl. Mach doch was über Stolperknaben demnächst, das wäre doch was. Ja,
Teil 2. Im weitesten Sinne ist das, oder der Stolperknabe. Refrain könnt ihr gerne mitsingen, er kommt dreimal, hört mal genau zu. Also ich denke mal, dieses Gefühl, was Schnaps auslösen kann, als, ich habe es jetzt gesehen, als Erinnerungselixier oder auch Erinnerungsauslöscher, aber mit Schnaps oder mit bestimmten Situationen oder wenn man ein Lied hört, denkt man halt gerne an bestimmte Sachen zurück und ich denke mal, das geht jedem hier so. Zeit zu gehen, meine Koffer sind gepackt. Die Zeit der fliegenden Teppiche ist vorbei. Keine Fragen, keine Lügen und kein Sonntagmorgen mehr zu zweit. Kein Herz auf dem beschlagenen Spiegel zum Liebesbeweis. Und immer wenn Schnaps getrunken wird und immer wenn ein kleiner Teil in mir stirbt und immer wenn ich unser Lied irgendwo hör, dann bist du immer ganz nah bei mir. Soweit die Füße tragen, meine 7-Meilen-Stiefel sind geputzt. Jetzt stell mir bitte keine Fragen und nimm mich auch nicht in Schutz. Ich glaube, ich könnt's nicht ertragen, wenn du mich nochmal zum Abschied küsst. Komm, wir streichen die Segel, bevor wir zerfressen werden von dem Frust. Und immer, wenn Schnaps getrunken wird, und immer, wenn ein kleiner Teil in mir stirbt. Und immer, wenn ich unser Lied irgendwo höre, dann bist du immer ganz nah bei mir. Die Stadt habe ich längst verlassen und schon bald verlasse ich unser Land, das mir so fremd wurde, in dem ich kein Gold mehr fand. Die grünen Hügel habe ich schon hinter mir gelassen, doch an meinem Flügel werden diese Farben nie verblassen. Und immer, wenn Schnaps getrunken wird, und immer, wenn ein kleiner Teil in mir stirbt, und immer, wenn ich unser Lied irgendwo höre, dann bist du immer ganz nah bei mir. Und immer, wenn Schnaps getrunken wird, und immer, wenn ein kleiner Teil in mir stirbt, und immer, wenn ich unser Lied irgendwo höre, dann bist du immer ganz nah. Wow. So, Philipp Eisenblätter. Vielen Dank. Zu Gast hier beim 23. Das Maß ist voll. So, und jetzt suchst du natürlich dein Bier. Und wenn doch mal die Theke so nett ist, nochmal dem Philipp Eisenblätter 2 Stolperknaben und ein Bier, oder war das richtig? Nein, ein Schnaps, glaube ich. Na, du möchtest nur Bier, richtig? Mach das nicht. Mach das nicht. Philipp, danke, dass du bei uns bist. Schön. Vielen Dank für die Einladung. Wir werden noch einiges von dir hören. Nicht heute, aber in den nächsten Tagen, dessen bin ich mir sicher. Ja, lieber Norbert, ich komme jetzt nochmal zum Thema. Abschließend nochmal 2, 3 Fragen. Als du Tarzan 7-mal die Woche gespielt hast, von April bis Oktober, das haben deine Knie irgendwann mal dir nicht gedankt.
was ist dann passiert? Das war nicht so schön, ne? Und dann ja, als Stuntman. Ja, ich habe einige Jahre mit meinen, ich sag mal so, mit meinen kaputten, zerstörten Knien verbracht. Ich habe den Fachmann dabei. Dr. Liesenklaas heute, unübersehbar, am Rand. Der ist genauso groß wie du oder noch größer, oder? Nee, größer, ne? Genauso groß. Dr. Liesenklaas, glaube ich nicht. Ja. Eigentlich habe ich, als ich Ihren Namen gelesen habe, habe ich eigentlich gedacht, eigentlich müsste er Dr. Fiesenknies heißen. Und zwar, dass der Doktor für die fiesen Knies. Nein, damit sie schön werden, ja. Er hat mir dann geholfen und seit 2 Jahren habe ich 2 Knieprothesen und seitdem ist das alles einfach nur top, also zurück ins Leben für zurück mich. Ins also Leben. Wirklich, also es hat so gut funktioniert. Ich hatte erst Angst, das zu machen, weil ich auch erst immer gedacht habe, so wie lange dauert das, wie lange brauchst du dafür? Ja. Man denkt ja auch immer jobmäßig, dass man sagt, so als Freischaffender musst du ja immer sehen, dass es läuft. Ja. Aber super, sehr zufrieden. Du hast gute Arbeit gemacht, Hermann Josef. Ja, selber. Ja. Also, wenn wir mal Probleme haben, dürfen wir sie im Clicktel suchen, ja? Ja, Gesundheit, das ist auch so ein Stichwort, ja? Gesundheit, wir haben uns unterhalten über ein Thema, du bist ja auch sozial engagiert zum Thema Fit Kids. Ist das Fit for Kids? Fit for Kids. Mache ich in Dorsten, genau. Ja, dafür mit Kindern. Beim Entenrennen konnten wir auch was spenden in diesem Jahr. Aber du hast auch etwas gespendet. Ja, wenn man einmal so den Flow hat, wenn ich das so sagen darf, man denkt immer so, Schauspieler und so, die erreicht das nicht. Aber. Wenn es doch möglich ist, dorthin, dass wir hinten ein bisschen mehr Ruhe bekommen, ja? Das ist ein Thema, das ist, glaube ich, sehr interessant. Nein, und dann, man ist, sagen wir mal, gut drauf und man hat seine Arbeit und powert und denkt, ah ja, super. Und dann kommt die Nachricht, dass die eigene Schwester Leukämie hat. Dann ist das schon so ein bisschen, das zieht einem dann auch die Schuhe weg. Mhm. Und das ist ja auch, das kann jeden erreichen, das kann jeden erwischen. Das wissen wir alle, dass das so ist. Und bei meiner Schwester war es auch und ich habe dann halt die Stammzellen gespendet. Sie hat es leider nicht geschafft, sie ist mit 40 verstorben. Aber es war schon so eine Erfahrung, wo man sagt, das kann einen auch so richtig kalt erwischen. Das ist einfach so, ne? Das darf man nicht aus den Augen lassen. Ja. Das ist natürlich jetzt, zum Schluss möchte man natürlich jetzt nicht die traurige Stimmung natürlich bringen, aber gab es denn schon mal Situationen mit deinem Knie wahrscheinlich, wo du auch gedacht hast, oh wei, ich kann jetzt diesen Job jetzt gar nicht mehr ausüben, muss ich mir eine Alternative suchen oder warst du eigentlich schon so im Filmgeschäft so weit, dass du sagst, okay, ich muss jetzt nicht mehr 7 Tage die Woche als Tarzan darunter springen? Nein, das war ja alles schon viel später, das mit den Knien. Da habe ich ja die Shows, habe ich die Shows schon gar nicht mehr gespielt. Aber es ist auch so, ich habe sehr viele Stunt-Koordinationen gemacht damals für einen Fall für 2 mit dem Klaus-Theo Gärtner. Und das ist wirklich so, dass ich hingefahren bin, dann nach Frankfurt oder Wiesbaden und bin kaum aus dem Auto rausgekommen, dass ich gedacht habe, boah, wie soll ich denn jetzt noch oben aufs Dach gehen? Wie soll ich da die Leute sichern oder irgendwas machen? Da macht man sich schon seine Gedanken und sagt so, okay, als Schlosser und Schweißer zurück funktioniert nicht. Nee. Also da denkst du dann schon drüber nach und sagst so, was mache ich denn? Ne? Deshalb sage ich ja auch jedem, ich habe ja Leute auch kennengelernt aus der Filmbranche, die sagen, ach ja, und jetzt lebe ich, ich lebe jetzt. Also man muss auch wie in jedem Beruf auch Rücklagen, Rückhalte schaffen dafür, dass man, wenn mal irgendwas ist, dass man dann auch über die Runden kommt. Ne? Sonst funktioniert es nicht. Ja, schön. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben schon wieder die 90 Minuten angekratzt. Und wie das immer so ist, Roland hat hier immer noch unzählig viele Fragen in seinem Buch. Spielt aber keine Rolle. Aber eine möchte ich dir noch stellen. Würdest du heute alles so machen, wie du dich damals entschieden hast? Ja. Ich würde vielleicht 2 Sachen ändern. Einmal mit dem Musikinstrument. Ja. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Und ich sag mal so, nach 36 Jahren, ich würde meine Frau versuchen, eher zu heiraten. Wow! Das ist ein Abschluss. Ja, sie steht die ganzen Jahre hinter mir. Also das muss man auch mal so sagen. Das ist, wenn meine Frau nicht mitgespielt hätte, hätte ich das alles nicht machen können. Ja. Das ist ja klar. So, und ich stehe dahinter. Und wir sind ein Team. Ja. Und ich sage immer, wir sind eine Firma. Irmgard und Norbert Heisterkamp und Freunde und der Doktor und ihr alle. Fantastisch, ja. Der
lieber Axel kann sich schon mal ganz langsam auf den Weg nach vorne machen, denn wir haben ja noch mal was für den Philipp und wir haben auch noch mal was für den Norbert. Und während der Axel sich auf den Weg macht, dann würde ich gerne noch mal natürlich etwas loswerden, was wichtig ist. Denn ich möchte mich, wie immer es ist, bei allen bedanken, die dieses Format seit mittlerweile 6 Jahren hier unterstützen. Und ja, Axel hat das, glaube ich, gehört und ich hoffe, er kommt. Ich sehe, da ist er, da vorne ist er ja schon. Aber bevor du auf die Bühne kommst, möchte ich natürlich also auch das noch verlesen. Alle die großen und kleinen Sponsoren, die großen und kleinen Unterstützer. Das ist eigentlich so wie bei, ja, letzte Woche durfte ich ja Lauf für die Liebe mit ausrichten. Das lief nur, weil so viele, ich sehe einige Läuferinnen und ja, der Bürgermeister war auch Läufer, war Sprecher gewesen. Und viele andere sind auch hier gewesen und haben unterstützt, haben das Ding gerockt. Wir konnten 7.000 Euro für 3 kranke Kinder einsammeln, 362 Läufer plus 200 Besucher. Also eine Riesensumme und was auch gepostet wurde ist, diese 7.000 sind nicht das Letzte. Wir haben noch nicht die Brötchen, die Würstchen, das Bierchen und den Schnaps. Nee, Schnaps gab es nicht. Aber da wird noch eine Menge zusammenkommen und nur durch diese Hilfe können solche Events entstehen. Und darum möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Bei den Sponsoren die Stadt Dienstlaken, heute Herr Dr. Heidinger und Stefan Hutmacher aus dem Team des Kulturamtes, Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe, lieber Reinhard Hofacker, vielen herzlichen Dank, und die Helmich-Ruppe, die sind natürlich auch dabei, sowie als Unterstützer Shirthaus 100, Dirk Steirath, irgendwo ist er, heute habe ich da gesehen, Agentur Goldenhaus und Im Quadrat. Friseur Schürmann, vielen herzlichen Dank. Dann natürlich die Vorverkaufsstellen Reservix, die Neutor Galerie, das Autohaus Becker und Stopka, die immer den Shuttle-Service machen. Heute mit einem großen Wagen, wo der trotzdem innen drin klein für dich war, hatte ich den Eindruck gehabt. Ja? Und das Weinrestaurant zur alten Apotheke wird uns auch immer dementsprechend mit Essen versorgen. Und ganz besonders natürlich jetzt hier hinter der Theke, Gaststätte Maas, natürlich mit Axel Wolf, Ludger Hüllermann. Und das ganze Team, Gabi, Nicole, Petra, Ute, Gudrun. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Wenn, dann schreien. Alle dabei? Prima, dann freue ich mich. Peter, der die Bühne aufgebaut hat und alles wieder abbauen muss. Kai Daubermann, der Kameramann. Da ist er. Oder da, ich weiß es gar nicht. Dirk Pöter, der die Fotos gemacht hat. Und die wurden gesponsert von Axel Wolf Fotografie. Technik und Licht von Christoph Hilgert, Jens und Patrick. Ja, und das war's. Und jetzt darf ich den Axel auf die Bühne bitten. Du bleibst am besten in dieser... Ich muss ja noch bitte was sagen. Dankeschön, Roland Donner. Dankeschön, ja. Bitte, Axel, ich darf dir das Mikro übergeben. Ja, lieber Norbert, lieber Philipp. Wir haben hier als kleine Erinnerung für euch eine Münze, die wir euch gerne schenken wollen. Wir haben ganz kurz oben mal drüber gesprochen, ein bisschen nachhaltiger, denn da steht ein bisschen was über die Kneipe, 200 Jahre Maß, also nachweislich ist diese Kneipe hier in Dienstlaken, Traditionskneipe, und ich hoffe, ihr erinnert euch an diesen schönen Abend, den wir hier zusammen hatten, und diese Münze, die schmeißt man nicht sofort weg, wenn man Blumenstrauß, Flasche Sekt, das ist dann irgendwann weg, aber diese Münze, hoffe ich, bleibt irgendwo bei euch ein bisschen in Erinnerung und bei dir in deiner schönen Vitrine zu deinen anderen Preisen, habe ich gerade gehört. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wart. Tolle Moderation wieder, wie heute Abend, wie immer eigentlich, Roland. Und ich möchte auch den Martin ganz kurz mal in Vertretung von dem Club, Fanclub, nochmal nach vorne bieten. Ich möchte euch dreien diese Münze jetzt eben halt verleihen. Bitteschön. Oh. Heute gibt es ja Geschenke, wa? Vorne ist ein Bild von Mars drauf, dann die Geschichte, die Kneipe und hinten ist das Stadtwappen von Dienstlagen drauf. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen euch daran erinnert. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank auch an das Publikum, an den Fanclub, an das Thekenpersonal. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich und wir freuen uns, euch wieder am 13. November 2019, wieder einen Mittwoch hier im November 13. Herzlich willkommen zu heißen. Es wird sportlich, denn es kommt Sven Pistor. Der WDR2-Moderator von Alle gegen Pistor. Also das wird, glaube ich, ein Kracher-Ding werden. Ja, also wer Fußball nicht mag, so, ich glaube, du bist nicht so fußballaffin, aber du darfst trotzdem kommen. Doch, ich kenne Fußball, der ist rund, ne? Ja, genau. Also Sven Pistor,
13.11.19, jetzt schon Karten bunkern. Soweit ich das weiß, glaube ich, gibt es die schon irgendwie morgen bei dienstlaken-stadtveranstaltungen.de. Ja, und dann nochmal ein Forecast, aber die Namen lasse ich noch nicht raus. Wir haben schon für das nächste Jahr alle Promis schon im Sack. 25.03., wir feiern richtig groß die 25. Folge. Es wird sexy. 27.05.2000, das wird was mit Quiz. Wer das mag, der ist hier richtig aufgehoben. 26. August, da gibt es einen Comedian der Extraklasse. Und im Herbst-Winter wird es nochmal sportlich in 2020. Und 2021, da weiß ich auch schon, welche zwei Leute ich einladen werde und die auch schon genickt haben, mündlich, jawohl, wir kommen. Also, das Format läuft, ich freue mich, ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Abend. Die Bilder gibt es demnächst auf Facebook, das Maß ist voll. Wer noch nicht angeklickt hat, der soll das machen. Einen schönen guten Abend, ihr Roland Donner. Habe ich das schon gesagt? Vielen Dank, Norbert Heisterkamp. Der Riesenapplaus zum Schluss. Und Dankeschön, Philipp Eisenblätter. Wahrscheinlich habe ich das schon dreimal und fünfmal gesagt, aber schön, dass du da bist. Ihr esst noch eine Kleinigkeit und dann geht's auf die Bahn, richtig? Ja, hallo zusammen. Gestern Abend noch bei Das Maß ist voll. Es war eine super Veranstaltung. Vielen, vielen Dank für das T-Shirt und Freunde, ich bin gut am Urlaubsort angekommen. Euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns.